Hallo, im letzten Video haben wir bewiesen, dass der Schwerpunkt die Seiten halbierenden im Verhältnis 2 zu 1 teilt. Um das zu beweisen, haben wir ein zweidimensionales Dreieck in einem dreidimensionalen Raum untergebracht. Ich glaube, dass es einfacher ist. Manche meldeten sich aber mit der Bitte, den Beweis für einen zweidimensionalen Raum vorzuführen. Warum denn nicht? Lass uns ein Dreieck zeichnen. Eine von seiner Seite zeichne ich parallel zur x-Achse. So scheint mir einfacher zu sein. Also, das ist eine Seite des Dreiecks und das ist die andere. Lass uns gleich die Höhe des Dreiecks zeichnen. Sie wird parallel zur y-Achse sein. Das ist das Dreieck und das ist die y-Achse. Das ist y und das ist x-Achse. Das ist ein x-beliebiges Dreieck. Nehmen wir an, dass dieser Abstand gleich a ist, dann sind die Koordinaten von diesem Eckpunkt a, 0, der Abstand a. Nehmen wir an, dass dieser Abstand b ist, dann sind die Koordinaten von diesem Eckpunkt minus b, 0. Nehmen wir an, dass dieser Abstand c ist. Die Koordinaten sind 0, c. Das ist ein x-beliebiges Dreieck, aber man kann jedes Dreieck so beschreiben. Lass uns jetzt seine Seiten halbierende und den Schwerpunkt näher betrachten. Lass uns zuerst zwei Seiten halbierende zeichnen, denn wir wissen, dass die dritte sie an der gleichen Stelle dem Schwerpunkt also schneiden wird. Mal sehen. Wir haben einen Punkt, der diese Seite halbiert. Seine Koordinaten sind Mittelwert der Koordinaten von diesen zwei Punkten. Das heißt, 0 plus a durch 2 ist gleich a durch 2 und c plus 0 durch 2 ist gleich c durch 2. Und hier machen wir dasselbe. Die Koordinaten des Mittelpunkts sind minus b plus 0 durch 2 ist gleich minus b durch 2 und c plus 0 durch 2 ist gleich c durch 2. Nun wissen wir die Koordinaten von den Eck- und Mittelpunkten dieser zwei Seiten. Lass uns eine Geradengleichung bestimmen. Wir können eine Gleichung dieser violetten Gerade bestimmen. Sowie die zweite Gerade, die diese zwei Punkte verbindet. Und wir können den Schnittpunkt herausfinden. Wir können natürlich eine Gleichung dieser Gerade bestimmen, aber das wäre schon überflüssig. Also, wie sieht diese Gleichung aus? Die Steigung ist gleich die Differenz der y-Werte. Das heißt, c durch 2 minus 0 oder c durch 2 durch die Differenz der x-Werte a durch 2 minus minus b. Minus mal Minus ist gleich Plus. Ich kann einfach Plus b schreiben. Und das zu vereinfachen, schreibe ich das wie einen Bruch 2b durch 2. Statt Minus b zu subtrahieren, addiere ich Plus b und erhalte 2b durch 2. Ich habe das gemacht, um die Brüche gleichnamig zu machen. Ich kann addieren oder den Zähler und den Nenner mit 2 multiplizieren. Also, die Steigung ist gleich c durch a plus 2b. Das ist die Steigung dieser Gerade. Nun können wir die Steigungswerte verwenden, um die Gleichung zu schreiben. Der Punkt minus b, 0 liegt auf der Gerade. Die Gleichung der violetten Gerade ist y minus 0 ist gleich x minus minus b, wir können plus b schreiben, mal die Steigung c durch a plus 2b. Wenn wir das vereinfachen, erhalten wir, dass y diesem rechten Teil gleich ist. Das ist die Gleichung dieser Seiten halbierenden. Die Gerade läuft sicherlich weiter. Uns interessiert aber nur diese Strecke. Die Seiten halbierende ist eine Strecke dieser Gerade. Wollen wir dasselbe mit dieser Seitenhalbierende machen? Nochmals, ihre Steigung ist gleich die Differenz der y-Werte durch die Differenz der x-Werte. Die Steigung ist dann c durch 2 minus 0 oder c durch 2 durch minus b durch 2
minus a. Minus 2a durch 2 ist dasselbe wie minus a. Wir multiplizieren den Zähler und den Nenner mit 2 und erhalten c durch minus b minus 2a. Also, die Gleichung von dieser Geraden unserer zweiten Seitenhalbierenden lautet: Wir verwenden dabei die Koordinaten dieses Punktes und wieder die Steigungswerte. Wir erhalten y minus 0 ist gleich x minus a mal die Steigung, also mal c durch minus b minus 2a. Nun haben wir zwei Gleichungen, die diese Geraden bestimmen, und wir können diese Informationen anwenden, um den Schnittpunkt zu berechnen. Das wird eben der Schwerpunkt sein. Wir haben dazu schon beide Varianten, ausgedrückt durch y. y minus 0 ist gleich y. Das heißt, wir können einfach sagen, dass dieser Teil diesem gleich ist. Wir erhalten x plus b mal c durch a plus 2b ist gleich x minus a mal c durch minus b minus 2a. C wird weggekürzt. Wir nehmen an, dass c nicht gleich 0 ist. Das heißt, dass dieser Winkel wirklich im zweidimensionalen Raum existiert. Nun können wir die Brüche miteinander multiplizieren. Wir können x plus b mit diesem Nenner und a plus 2b mit x minus a multiplizieren. Und wir erhalten x mal das alles, also x mal minus b minus 2a minus b Quadrat minus 2ab. Das mal das ist das gleiche wie das mal das. X mal a plus 2b minus a Quadrat minus 2ab. Hier kann man auch was wegkürzen. Wir haben beiderseits minus 2ab, das wird weggekürzt. Lass uns x mal a plus 2b von beiden Seiten subtrahieren. Und hier schreibe ich etwas anderes. Wir erhalten x mal minus a minus 2b. Wir subtrahieren b Quadrat auf beiden Seiten. Ich mache eine Äquivalenzumformung, das heißt, ich bringe die Gleichung in eine Form, in der die Variablen auf einer Seite und die Konstanten auf der anderen Seite dastehen. Links erhalten wir minus 3b minus 3a mal x und das ist gleich, das wird weggekürzt und es bleibt b Quadrat minus a Quadrat. Das sieht schon gut aus. Ich glaube, wir können das schon lösen. Wir setzen minus 3 außerhalb der Klammern und wir halten 3 mal b minus a, oh, minus 3 mal b plus a mal x. Und hier haben wir b plus a mal b minus a. Wir dividieren beide Seiten durch b plus a und erhalten minus 3x ist gleich b minus a. Wir teilen das durch minus 3 und erhalten x ist gleich b minus a durch minus 3. Und das ist das gleiche wie a minus b durch 3. Wir haben bereits die Koordinaten für unseren Schwerpunkt. Das ist a minus b durch 3. Also a minus b durch 3. Und das sieht schon wie eine Lösung aus. A minus b, das ist die ganze Seite. Dieser Punkt teilt sie im Verhältnis 2 zu 1.
Ich will das nicht kompliziert machen. Vorläufig haben wir nur x. Lass uns die Koordinate y bestimmen. Wir ersetzen x in eine dieser Gleichungen. Das ist die Gleichung von unserer grauen Seitenhalbierenden, die wir schon berechnet haben. Also y ist gleich, wir haben x minus a. Statt x schreiben wir a minus b durch 3. Wir halten y ist gleich a minus b durch 3 minus a. Statt a schreibe ich minus 3a durch 3. Das ist dieses a. Ich habe es einfach mit 3 multipliziert und durch 3 dividiert. Wir multiplizieren dann das mit c und dividieren durch minus b minus 2a. Jetzt rechnen wir. Im Zähler haben wir minus b minus 2a mal c durch 3. Wir haben ein Drittel außerhalb der Klammern gesetzt. Das haben wir im Zähler erhalten. Wir dividieren alles durch minus b minus 2a, was weggekürzt wird. Also die y-Koordinate ist gleich c durch 3. Wir können die Formel für Längeberechnung anwenden. Wir haben nun alle Koordinaten. Ihr könnt das machen, wenn ihr wollt. Ich glaube aber, dass es eine bessere Lösung gibt. Wir wissen, dass die y-Koordinate des Schwerpunkts c durch 3 ist. Dieser Punkt ist also c durch 3. Wir können dieses Argument verwenden. Wir müssen zeigen, dass dieser Punkt die Seitenhalbierende im Verhältnis 2 zu 1 teilt. Lass mich sie zeichnen. Wir sollen beweisen, dass es die Seitenhalbierende von dieser Seite. Wir sollen beweisen, dass dieser Punkt die Seitenhalbierende im Verhältnis 2 zu 1 teilt. Dabei ist der Abstand zwischen Schwer- und Eckpunkt länger als der Abstand zwischen Schwerpunkt und Seitenmittelpunkt. Wie können wir das machen? Am leichtesten ist, ihr könnt die Koordinaten und die Formel für Längeberechnung immer noch anwenden. Es wird einfacher, wenn man ähnliche Dreiecke benutzt. Wir wissen, dass diese blaue Höhe c ist. Wir wissen, dass diese rosa Höhe c durch 3 ist. Das heißt, dass dieser Abstand 2c durch 3 gleich sein wird. Wir benutzen hier ähnliche Dreiecke. Nehmen wir an, dass diese Seite die ganze Seitenhalbierende gleich L ist. Und wir wollen den Abstand zwischen dem Eckpunkt und diesem Punkt berechnen. Wir bezeichnen ihn mit D. A, B und C haben wir schon benutzt. Wenn wir beweisen, dass das Verhältnis D zu L gleich 2 zu 3 ist, können wir sagen, dass wir die Aufgabe gelöst haben und wir werden das mit Hilfe der ähnlichen Dreiecke beweisen. Wir haben zwei ähnliche Dreiecke. Ich markiere dieses mit einer anderen Farbe. Es ist in das größere Dreieck einbeschrieben. Die beiden haben einen gemeinsamen Eckpunkt. Jedes hat einen rechten Winkel. Wenn sie zwei entsprechende Winkel gleich sind, dann sind die dritten Winkel auch gleich. Das sind definitiv ähnliche Dreiecke. Wir brauchen nur das Verhältnis zu berechnen. Wir schreiben das auf. 2c durch 3, das ist die Seitenlänge des kleineren Dreiecks, durch c, das ist die entsprechende Seite des größeren Dreiecks. Das ist gleich dem Verhältnis der Hypotenuse des kleinen Dreiecks D zur Hypotenuse des größeren Dreiecks L. Hier ist alles klar. C wird im Zähler und im Nenner weggekürzt und es bleibt nur 2 Drittel. Das Verhältnis ist 2 Drittel. Das Verhältnis dieser Seite zur längeren Seite beträgt 2 Drittel.
Das war also ein zweidimensionaler Beweis dafür, dass Schwerpunkt die Seitenhalbierende im Verhältnis 2 zu 1 teilt und dass der Abstand zwischen Schwer- und Eckpunkt länger als der Abstand zwischen Schwerpunkt und Seitenmittelpunkt ist. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.